Nils, du machst eine Residency in der Alten Oper, die eine ganze Spielzeit dauern wird. Und das Ganze fängt an damit, dass du dir Frankfurt erschließt, dass du Frankfurt entdeckst. Genau. Man sagt ja, dass Jazz eine Großstadtmusik ist. Du bist aber nicht in der Großstadt aufgewachsen, sondern, wie ich weiß, in Degerfors. Und das ist eine Kleinstadt. Man würde in Deutschland fast sagen, größeres Dorf. Da kann ich nur zustimmen. Ja, Ja. wunderschön gelegen. Ich kann das jedem empfehlen. Aber wie kam der Jazz nach Degerfors? Oder kamst du ohne Degerfors schon zum Jazz? Nein. Der Jazz kam zu Degerfors dadurch, dass es ja schon lange vor meiner Zeit Schellackplatten gab. Und mein Papa, er hat den Jazz sehr gemocht, schon als Kind. Was zu einer großen Kontroverse geführt hat mit seinem Papa, also mein Großvater. Weil Papa wollte als ganz Junger, er wollte Jazz spielen. Also er hat Kornette gespielt in der Blasorchester. Zu jeder Stahlwerksort gehört ja ein Blasorchester. Und mein Großvater hat das geleitet und er spielte auch Kornett. Und ein Tag ging mein Papa zu Großvater, der zurück vom Arbeit kam. Er lag auf dem Sofa, er hatte nie ein Kissen und dann er lag und liest seine Zeitung mit seinem eigenen einzigen Auge, hatte nur ein Auge, weil der andere war so ein Porzellanauge. Und Papa sagte zu seinem Papa: Papa, ich möchte gerne Jazz spielen. Und er hatte keine Antwort bekommen und er hat wiederholt und nochmal wiederholt und dann sagte sein Papa: Das wird zu nichts. Diese Art von Musik spielst du einfach nicht. Dann werde ich deine Trompete konfiskieren. Und das hat er auch gemacht. Er hat Papas Trompete konfisziert. Also er durfte nicht mehr spielen. Aber Papa war schlau. Er hatte einen Freund, der auch Trompete spielte. Und während mein Großvaters Arbeitszeiten konnte er dann zu Hause üben. Und Großmutter hat gar nichts gesagt. Und so, glaube ich, kam der Jazz zu Degerfors. Und ja, so ist es angefangen. Und du spielst ja auch ein Blechblasinstrument mit Kesselmundstück. Also das ist sozusagen eine Familientradition, die du fortsetzt. Ja, absolut. Also ich hatte mich nie vor, Trompete zu spielen oder Kornett oder sowas, sondern bin ich angefangen zu trommeln, weil meine Brüder hat getrommelt und in einem Blasorchester ist es ja, das ist ja toll. Dann hat man ein bisschen Power und da bin ich mit 7 angefangen und mit 13 war das irgendwie nicht mehr so lustig. Und da stand eine Posaune im Flur einen Tag und ich habe es probiert und dann, wenn Papa zurück vom Arbeit kam, habe ich ihm gefragt: Kannst du mich ein bisschen zeigen? Hat er auch gemacht. Und ich fand es einfach genial. Ich fand es, das war mein Instrument. Also man könnte sogar sagen, dass die Posaune hat mich gefunden. Und ja, dann bin ich angefangen zu tröten einfach. Jetzt mal zu Frankfurt. Ja? Frankfurt ist ja nun eine Stadt, in der der Jazz eine ganz bestimmte Geschichte hat. Für Deutschland enorm wichtig. Und so ein Generationenkonflikt, wie du ihn geschildert hast, das hatten wir hier auch in Deutschland, eine Generation später. Also bei uns ist es 30 Jahre später passiert etwa. Es gibt also, sagen wir mal, so einen politischen Unterstrom. Es gibt die Großstadt als Voraussetzung. Und Frankfurt war halt eine Stadt, in der sehr viele Amerikaner lebten, die hier den Jazz ausgebreitet haben. Hast du den Eindruck, dass bestimmte Orte in einer Stadt die Musik, die in dieser Stadt bevorzugt wird, beeinflussen können? Da bin ich ziemlich sicher, aber ich kenne ja Frankfurt nicht gut genug jetzt, um das zu sagen zu können, was es genau ist. Das werde ich denn nach alles, was wir in die Tage her gemacht haben, das werde ich besser antworten können. Ja. Aber eigentlich bin ich sicher, weil ich habe ja verstanden, dass also direkt nach dem Krieg ist es ja richtig so angefangen mit Jazzmusik von Deutscher gespielt, ja, von junge Deutscher. Und ich meine, ich habe ja Bilder gesehen, wie das damals aussah. Ja. Und das muss ja eine große Bedeutung gehabt haben damals. Ja. Und von diesen Ruinen hat man ja dann eine Art deutschen Jazz
erfunden und entwickelt, was ja ganz wichtig war und immer noch wichtig ist. Weil das war ja eine eigene Stimme, das war ja erstmal amerikanischer Jazz, aber das hat sich ja irgendwie ganz schnell in eine andere Richtung entwickelt. Ja, ziemlich schnell. Wobei Frankfurt eine sehr wichtige Rolle gespielt hat damals. Ja. Also du freust dich darauf, Frankfurt jetzt mal kennenzulernen als absolut eine Stadt mit dieser großen Vergangenheit. Ja, also natürlich kenne ich Frankfurt ein bisschen, weil ich habe auch sehr gespielt. Ja. Aber wenn man nur Konzerte spielt in einer Stadt, dann fährt man einfach dorthin, wo man spielen soll. Und das ist ungefähr das, was man sieht. Ja. Und dann fährt man weg. Ja. Die nächste Großstadt in der Nähe von Degerfors ist Stockholm, oder? Ja, Großstadt. Also in Schweden gibt es ja nicht so viele Großstädte. Gibt nicht so viele, ja. Nee, im Vergleich mit Deutschland nicht. Ja. Warst du oft in Stockholm? Hat in Stockholm Jazz eine wichtige Rolle gespielt, als du dort anfingst mit dieser Musik? Ja. Das war für mich also ein großer Augenöffner, wenn ich den Mut mich gemacht habe, nach Stockholm zu ziehen. Mhm. Und ich durfte damals bei Anverwandten wohnen. Und zum Glück, weil das war auch ein bisschen billiger. Und ich bin ja dann sofort auf alle die Musiker, die ich bewundert habe, gestoßen. Und ich durfte auch ziemlich schnell mit den Leuten spielen, weil die haben mich auf irgendwelchen Grund gut gefunden. Du warst von Anfang an Posaunist. Du hast es nie mit anderen Instrumenten ernsthaft versucht. Nein, ich habe mich schon mit 16 entschieden, dass ich muss Posaunenprofi werden. Mhm. Und eigentlich mit 19 bin ich dann nach Stockholm gezogen. Aha. Und dann auch sehr schnell in der Stockholmer Jazzszene gelandet. Ja. Aha. Das sieht sehr konsequent aus. Ja, also das sieht so jetzt aus, aber ich weiß nicht, wo damals der Konsequenz lag, weil ich habe es einfach gemacht, ohne eigentlich zu wissen, was für Folgen es haben könnte. Das weiß man zum Glück immer erst hinterher. Genau, also das ist ja das Beste mit Jugend, ja, dass man halt keine Ahnung, man tut's nur. Wunderbar, wunderbare Zeit, ja. Hier in Frankfurt hat, wie du weißt, die Familie Mangelsdorf für die Entwicklung des Jazz eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und Albert Mangelsdorf, der jüngere der beiden Brüder, war Posaunist. Und ich muss dich jetzt einfach mal fragen, kannst du dir vorstellen, dass es heute im Jazz Posaunisten gibt, die nicht von Albert Mangelsdorf entweder beeinflusst oder zumindest beeindruckt sind? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass alle mit Alberts Werk bekannt sind und dass die auch das schätzen können, weil das sein Abdruck in die Jazzgeschichte ist ja enorm, würde ich sagen. Und ich bin ja, meine erste Begegnung mit Albert Mangelsdorf war in 1975. Dann kam er nach Stockholm und hat ein Konzert in das Goethe-Institut gegeben, Solo-Konzert, mit der Musik von seiner Platte Drumbirds, was ich schon zu Hause hatte. Die hattest du schon. Aha. Und ich fand es total, total abgefahren, was er da gemacht hat. Ganz alleine, was für ein Mut und was für Musikalität und was für Klänge er denn rausgeholt hat von seiner Posaune. Mhm. Es gibt die Posaune vor und nach Albert Mangelsdorf und danach war es ein anderes Instrument. Ja. Ja. Was für Eindrücke hat Albert bei dir persönlich hinterlassen oder was für Folgen? Erstmal war er ja sehr freundlich und zugänglich, als wir uns damals getroffen haben. Und ich konnte Albert daran erinnern, als wir uns 9 Jahre später in Oslo trafen für ein International Trombone Association Treffen oder Brass Association. Und er konnte sich auf unsere Treffen erinnern. Und dann dürften wir auch zusammen was spielen. Und wir haben ein Stück damals gespielt, was er mir gegeben hat. Und das kann ich mich immer noch erinnern. Das heißt Mot d'Azur. Und ich liebe dieses Stück, weil das ist ja mein Stück, Albert. Das ist für mich selbst irgendwie. Und
Er war auch so ein, er war sehr diszipliniert, das habe ich sofort verstanden. Er war aber sehr warm und sehr, ja, wie soll man das ausdrücken? Er war einfach ein Mensch. Und er wusste eigentlich immer, was er wollte. Ja. Das war, fand ich das beeindruckend. Er ist ja nie laut gewesen und hat nie gedacht, er schubst Leute beiseite. Aber er wusste immer, was er wollte und hat das immer sehr genau hingekriegt. Ja. 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 Du hast jetzt für dein Projekt Nils und Albert, dieses kleine späte Konzert, einen zweiten Posaunisten geholt. Ja. Stefan Lottermann, kannst du mir verraten, warum? Ja, weil ich erstmal Stefan und ich, wir sind ja Kollegen gewesen in der Big Band. Und vom Anfang an haben wir uns sehr gut verstanden. Und Stefan ist ja ein Schüler von Albert. Er hat für Albert studiert und der, für mich ist er wie ein, also er personifiziert Alberts Art von Musik für mich. Und ich schätze Stefan sehr hoch und ich weiß, dass er auch ganz selten sich darauf einlässt, Konzerte mit anderen Leuten zu spielen, außer sein eigenes Umfeld. Und deswegen wollte ich testen, ob er Lust hätte. Und das, er hat zugesagt. Und wir haben viel darüber gelacht und wir haben also viel über unsere Gemeinsamkeiten und die unterschiedliche Art von zu spielen, die wir haben. Und ich glaube, am Ende kommt ein Verständnis für das Instrument und für uns als Menschen rüber. Und vor allen Dingen, wir wollen ja nicht Alberts Musik nachmachen, sondern wollen wir Albert ehren mit das, was wir können. Ja. Ja. Stefan hat mir übrigens mal erzählt, dass er auch sehr junger Mann, ähnlich wie du damals 1975, nach einem Konzert im Jazzkeller zu Albert gegangen ist und ihn gefragt hat, hier, ich spiele auch Posaune, was soll ich denn hören, welche Posaunisten soll ich mir denn mal anhören? Und da hat Albert gesagt, ach, hör auf mit Posaunisten, die klingen alle gleich, hör dir lieber ein paar gute Saxophonisten an. Ja, also das hat er, ich habe ja nie gefragt, aber das hätte er wahrscheinlich mir auch gesagt. Nun, ich kam selber auf die Idee, weil ich fand, als ich schon jung war, dass Posaune ist schön gut, ist wunderbar, ist ein super Instrument, aber ich möchte gerne wissen, wie andere Instrumente, also Instrumentalisten mit ihren Instrumenten umgehen, um einen anderen Blickwinkel zu finden. Ja. Und ich habe dann später erfunden, dass, oder verstanden, dass der Albert das auch so sah. Also haben wir da auch so kleine Ähnlichkeiten. Ja. Was trennt dich, deine Art von Musik, von Albert? Ich glaube, also Albert hat ja im Großen und Ganzen seine eigene Musik, also eigenkomponierte Musik, die ganze Zeit gespielt. Und ich bin ja nicht so ein Komponist, der so viel schreibt, dass ich nur meine eigene Musik spielen kann. Und ich habe auch Interesse in andere Leutes Musik. Ich spiele gerne Musik, die ich mag. Und dazu gehört ja, dass ich auch ein zweites Instrument habe. Ich singe auch. Das hat Albert durch sein Instrument gemacht, was ich auch zum Teil tue. Aber ich singe auch mit Text. Ja. Und ich bin ja zum Teil sehr funk-orientiert, Funk und Soul. Aber da soll man ja auch Albert nicht unterschätzen, weil er hat ja einige Platten gemacht, wo das richtig losgeht. Das ist funky wie niemand sonst. Also auch mit dem gleichen Schlagzeuger wie du, ne? Genau. Ja. Aber er hat auch mit eine Platte mit Alphonse Mousson und Jaco Pastorius gemacht zum Beispiel. Und das ist ja nicht der ganz normale Albert. Genau. Aber das macht ja auch Spaß. Und ich glaube, der Joachim Behrendt hat ihn da irgendwie überzeugt, dass er das machen sollte. Ja, ich erinnere mich auch,
In der Zeit, also als Albert viele Solokonzerte gespielt hat in den 70er Jahren, was schon, sagen wir mal, nicht jedermanns Sache war. Mhm. Also wenn man eher so die Stones gehört hat, dann konnte man mit Albert Mangelsdorf solo nichts anfangen. Ne? Und damals schon hat der Albert aber immer so Sachen gesagt wie, ich finde, man sollte nicht vergessen, dass Jazz Tanzmusik ist. Mhm. Komischerweise war, wie wir inzwischen wissen, also das, was er damals solo gespielt hat, durchaus auch Tanzmusik. Und wenn man gesehen hat, wie er sich bewegt, das war immer tänzerisch auch. Ja, ja. Ja. Mhm. Der war ja sehr beweglich und ich glaube, da hat er wirklich recht gehabt, weil für mich muss die Musik auf jeden Fall hier und da muss es in die Beine gehen auch. Ja. Das muss was für das hier sein und das muss auch aber für den Körper und für das, wie sagt man auf Deutsch, Unterbewusstheit. Also, ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Das finde ich wichtig und das spürt man auch wirklich in seiner Musik. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt dieser Residency. Für mich das inhaltlich Schwierigste, eine Filmmusik. Mhm. Unter Filmmusik, also stelle ich mir vor, wir haben hier in der Alten Oper öfter das Bamberger Filmorchester gehabt, die live zu Filmen gespielt haben, die auf die Leinwand projiziert wurden. Da hat der Dirigent in seiner Partitur winzig kleine Striche und er muss die ganze Zeit höllisch aufpassen, weil Schnitte werden gesetzt und er muss kurz bevor die Schnitte kommen, muss er das Orchester dahin bringen, dass sie das auch machen, was sie zu dem Zeitpunkt machen sollen. Buster Keatons Film, du hast die Seven Chances ausgewählt, ist nicht so schnell geschnitten, nicht so hastig. Da gibt es schon etwas längere Sequenzen. Ja, ja. Aber zu Film improvisieren, wie macht man das? Ist es nicht sehr hektisch, was ihr da machen müsst? Ja, aber das ist ja eine schöne Herausforderung. Ja. Und ich glaube, wir als improvisierende Musiker, wir sind ja eigentlich dafür geeignet. Weil, schnell zu sein. Ja, genau. Auch. Also wir können ja sofort reagieren, weil wir müssen ja nicht also irgendwas, was in die Noten stehen, spielen, sondern wir erfinden was in das Moment, wo das passiert. Und deswegen haben wir einen sehr schnellen und unmittelbaren Zugang zu das, was wir sehen. Und da gibt es ja natürlich auch eine Verantwortung, alle tragen mit und jeder darf auch selber Initiative nehmen. Mhm. Also das muss ja nicht von mir kommen, sondern man kann darauf reagieren, was man sieht. Und manchmal spielen die anderen mit und manchmal gibt es keine Chance, weil es ist schon vorbei. Mhm. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe das ein paar Mal schon gemacht. Aber das ist sehr lange her und ich finde, es ist echt spannend. Ich weiß, dass mit den Musikern, die dabei sind, wird es auch toll werden. Also die sind wirklich spontan, die sind wahnsinnig gute Musiker und die sind auch schnell im Gehirn. Ich sehe hier Lisa Wulff, Sebastian Studnicki, David Hellbock und Silvan Strauss. Ja. Also ein Quintett mit dir. Genau, und das ist ja eigentlich zwei Pianisten, aber Sebastian spielt ja auch Trompete. Ja, ja, ja. Also ich haben wir da auch, ein Doppelinstrument. Ja. Und Silvan Strauss ist einfach, ja, wie soll ich das ausdrücken? Lächerlich gut. Der ist so der ist der Schnellste überhaupt, um Sachen zu kapieren. Und ich glaube, mit der Besetzung hier, die sind ja so alle wie Reptilen, so schnell. Aber nur in dem Sinne. Mhm. Ja, ja. Probt ihr vorher so eine Filmmusik oder wie nähert man sich dem? Also die Idee ist, dass wir uns das angucken und wir machen kleine Notizen auch. Mhm. Aber ich möchte nicht zu viel festlegen, weil dann verlieren wir die Momente auch. Mhm. Und dieses Momentum ist ja, also alles passiert ja plötzlich. Das kann ja lange Passagen sein, wo das ganz, da passiert ja nicht viel. Und da haben wir ja Zeit, aber plötzlich geht's los. Und ich glaube,
Dann kann jeder für sich sich Gedanken machen und danach legen wir so richtig los. Ja. Wie stelle ich mir das jetzt am besten vor? Also ihr seht den Film auf einem Monitor. Mhm. Also ihr wendet euch sozusagen dem Monitor zu, alle gemeinsam. Und der Monitor ist euer Dirigent. So kann man das sehen. Ja. So ungefähr. Ja, plus dass ich bin so ein extra Dirigent, wo das denn gebraucht ist. Mhm. Aber ich bin ziemlich sicher, das ist nicht nötig. Weil hier geht es ja um Musiker, die eine eigene Initiative nehmen kann. Die sind ja dazu gewohnt und deswegen spielen wir einfach. Ja. Ja. Also dieser Film stammt ja aus dem Jahr 1925, glaube ich, wurde er zuerst aufgeführt. Und was damals an Jazz gespielt wurde, war Two-Beat oder früher Swing. So Armstrong war schon eine größere Nummer um die Zeit herum. Spielt dieser alte Jazz bei euch eine Rolle, wenn ihr dazu improvisiert? Oder macht ihr euch völlig unabhängig von der historischen Art von Musik? Ich glaube, den Reiz liegt ja daran, oder darin, dass wir unsere Erfahrungen reinbringen. Mhm. Und wenn die Erfahrungen uns zurückbringen zu der Zeit, dann sehr gerne. Mhm. Aber das würde ich auch am liebsten nicht festlegen. Sondern, das passiert spontan. Ja, also zum Beispiel meine ganze Kindheit ist ja geprägt von dieser Art von Musik, weil das war ja Papas Musik und er hat es immer auch vorgespielt auf die Schellackplatten, auf den Schellackplattenspieler. Mhm. Und er sagte immer, Jungs, hör ich das zu, das ist gute Musik. Mhm. Und das war ja auch gute Musik, ist immer noch gute Musik. Ja. Und das habe ich immer hier, das liegt hier hin. Mhm. Aber ob es rauskommt oder nicht, das werden wir sehen. Das werden wir sehen, ja. Dieser Film hat ja auch sehr langsame Passagen, weil er ist, eigentlich ist es ja ein Drama. Ja. Und er hat ja auch ganz traurige Aspekte, weil Buster Keaton ist so ein Versager. Dem passiert immer irgendwas Merkwürdiges und er schafft nie das, was er schaffen will. Und zum Schluss gibt es aber diese unglaubliche Verfolgungsjagd mit 100 Frauen und einer Grölllawine, mit der er sich auseinandersetzen muss. Wie geht ihr mit solcher Ereignisfülle um? Wird dann die Musik lauter oder lasst ihr die Leute einfach mit dem Zugucken alleine und begleitet nur ganz sparsam? Ich glaube, das hängt an mit wie sehen die anderen Musiker das? Mhm. Also das ist was wir besprechen müssen, bevor das losgeht. Und wir haben uns ja bisher nicht darüber unterhalten, sondern wollen wir das erst in Verbindung mit der Aufführung machen. Mhm. Und also ich finde ja selber, Buster Keaton ist ja auch ein Teil von meiner Kindheit. Ja. Ich fand es damals sehr spannend. Ich habe es nicht immer verstanden, weil er hat ja keine Bewegung im Gesicht gehabt. Mhm. Niemals. Mhm. Aber da passiert ja immer komische Sachen und unglaubliche Stunts, die eigentlich, ich verstehe nicht, wie das überhaupt möglich ist, das, was er gemacht hat. Also das mit den Steinen zum Beispiel. Okay, das ist ja keine Steine, aber trotzdem. Ja. Also, und das ist ja wie ein Take. Und was für ein Zirkuskünstler. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, dass man muss ja nicht immer versuchen, dass du das zu verbessern, sondern wir lassen uns überraschen. Genau. Mhm. Und eure Aufgabe ist es, den Leuten das Zuschauen zu erleichtern. Genau. Mhm. Und wir sind ja dann fast so wie der Biograf-Orgel-Spieler. Ja. Mhm. Ja, wir sind, das ist genau unsere Aufgabe. Ja, ja. Ja, sehr schön. Also improvisierte Filmmusik ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt, finde ich. Finde ich auch. Ja. Ja. Mhm. Wunderbar. Danach kommt eine Sache, die fast genauso schwierig ist, finde ich. Die West Side Story. Mhm. Eine Musik, die eigentlich eine Orchestermusik ist, entstanden in den frühen 50er Jahren, mit sehr, sehr viel Jazzanteilen auch. Und man hört manchmal, finde ich auch immer noch, dass Kurt Weill, der deutsche Komponist der 20er Jahre, in den USA eine sehr wichtige Rolle gespielt hat für die Entwicklung von Musicals. Aber
Es ist eigentlich schon ein bisschen mehr eine Oper als ein Musical, ne? Finde ich. Das, so hat ja der Leonard Bernstein das selber gesehen, mhm. ja. als eine Oper. Und das ist aber leider nie erkannt als Oper, ja. was ihm, glaube ich, sein ganzes Leben leid getan hat. Ja. Aber für mich ist das wirklich wie ein großer Oper. Mhm. Und das ist so dramaturgisch. Ich meine, das können wir ja nicht darstellen, weil ich bin ja kein Schauspieler, auch wenn ich ein bisschen als Schauspieler agiert habe. Mhm. Aber ich finde, die Musik ist ja, also die wird ja ewig leben. Ja. Weil es ist so, so gut geschrieben, so, so tolle Melodien und die meisten Melodien kennen ja alle ja. auch. Und unsere Aufgabe ist dann, die Melodien so zu gestalten, dass die zu mir passen. Mhm. Und dafür ist dann der Dirigent und Arrangeur Joachim Keller perfekt, weil wir kennen uns sehr gut, seit mhm. sehr lange. Mhm. Und er weiß, was ich kann, er weiß auch, was ich nicht kann. Mhm. Und manchmal möchte er ja gerne, dass ich auch was tun, was ich denn bisher nicht gemacht habe. Und das werden wir dann sehen, was das sein kann. Aber mhm. ich bin ein großer Fan von Leonard Bernsteins Musik. Ja. Ich habe ja auch eine Platte aufgenommen mit der Musik von mhm. Bernstein. Zusammen mit Bochumer Symphoniker oder Teile mhm. davon und Vince Mendozas Arrangements. Also ich bin ziemlich bekannt mit den Werken von Bernstein. Ja. Und ich liebe diese Musical oder Oper, wie man das denn nennen will. Es ist beides. Ja. Und ich finde, dass man so eine Geschichte, eine moderne Geschichte von einem Romeo und Julia Geschichte von Shakespeare also umsetzen konnten damals, ist ja, also Stephen Sondheim hat ja ein Libretto geschrieben mhm. und der ist ja auch ein sehr wichtiger ja. Musical-Opernkomponist. Ja. Und die beide gemeinsam, ich bin ziemlich sicher, dass der Sondheim was zu sagen gehabt hat. Mhm. Nicht nur, wenn es um die Texte ging. Ja. Aber das sagt niemand. Aber mhm. irgendwie kann man das ein bisschen spüren, so, dass sie eng zusammengearbeitet ja. haben. Also du als Musiker spürst es auch, dass es einen sehr, sehr engen Zusammenhang gibt zwischen Musik und Libretto ja. und ja. diese Dramatik. Ja. Es ist ja auch immer ein Grenzgang, also nicht nur zwischen Oper und Musical, sondern es geht ja auch um, eigentlich ein sehr modernes Thema, das seitdem mhm. nicht verschwunden ist, also Migration, Migrationshintergrund, ja. soziale Konflikte. Ja. Jetzt ist es aber, ja, ich muss noch mal was zu dem Arrangement fragen. Was Joachim Keller schreibt für die Big Band und eine größer besetzte Big Band, kommt ja ohne die Texte aus, oder? Oder gibt es auch Gesang? Ja, ja, klar. Komplett? Ja, komplett. Also das ist ja unterschiedlich. Manche Sachen spielen wir instrumental ja. und manche Sachen spielen wir dann mit Gesang und mit okay. den Texten. Mhm. Weil ich finde, solche Melodien möchte ich nicht verpassen, ja. einmal zu singen zu dürfen. Mhm. Also du wirst singen und Posaune spielen. Ja. Mhm. Und es gibt sonst keine Sänger, also auch keine szenische Komponente. Nein, ich bin derjenige. Ich bin der singt und spielt und ja. Mit natürlich eine große Unterstützung von dieser souveränen Band, ja. die ich auch gut kenne, seit vielen Jahren. Mhm. Das ist die Big Band des Hessischen Rundfunks. Genau. Ja. Und Joachim Keller war ja früher auch Chefdirigent hier in Frankfurt, daher ja. kennen wir ihn noch sehr gut. Und du kennst ihn wahrscheinlich aus der Hamburger Zeit. Er ist dann ja nach Hamburg schon gekommen. Davor. Schon davor. Also mhm. von meine erste Begegnung mit HR Big Band, mhm. was ich glaube, das ist auf jeden Fall weit vor Joachims ja. Zeit in Hamburg. Mhm. Ja. Also ich glaube Ende 90er Jahren mhm. schon. Jetzt die West Side Story, also wie siehst du die Chance, diese wirklich schwierige, konfliktreiche Thematik wirklich ohne Szene auf die Bühne zu bringen? Also ich bin der Meinung, dass die Musik spricht für sich selbst ja. und mit dem Text zusammen. Mhm. Da muss ich ja kein Theaterspiel davon machen, mhm. sondern
wenn ich den Botschaft mit meiner Stimme und meiner Posaune rüberbringen kann, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden und das ist mein Ziel, das zu machen. Ich glaube, dass ich das schaffen würde, sonst würde ich das ja nicht, nicht machen. Das werden wir dann sehen, wie das nachher. Ja. Wie bei allen Konzerten. Wir werden sehen. Ja. Ja. Werden sehen. Aber diese Zusammenarbeit mit Jörg-Achim Keller, also das ist jetzt ein Pfund, dem du vertraust. Absolut. Ja. Mhm. Der ist, ist ein finde ich, fantastischer Arrangeur. Mhm. Und er ist auch ein ganz toller Mensch. Also ein Mensch, den ich kennengelernt habe, sehr schätze und er ist auch Musiker, spielt ja Schlagzeug. Ja, ich weiß, aber Schlagzeuger. Er ist ein echter Swinger. Ja. Aha. Also er spielt so richtig, es swingt höllisch, wenn er spielt. Aha. Und das hat er auch mit in seinem Gepäck sozusagen. Mhm. Er swingt gerne und das tue ich auch gerne. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, auch da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Und dann geht Nils Landgren in die Schule. Ja. In zwei Frankfurter Schulen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir hier in Deutschland die Entwicklung, dass seit 10, 15 Jahren in den Musikschulen überwiegend Schlagzeug unterrichtet wird. Alle wollen Schlagzeug lernen. Das ist einfach das Instrument der Stunde seit vielen Jahren. Meinst du, es gibt noch genug gute Posaunisten für einen guten Big Band-Satz? Unter den Schülern? In Deutschland? Ja. Unter den Schülern in Frankfurt, meine ich das jetzt. Das glaube ich schon, aber mein Ansatz hier ist ja eigentlich, mich mit so vielen Posaunisten und wenn andere Leute auch dabei sind, gerne, aber mit die mich zu treffen und mein Engagement zeigen, mein Engagement in das, was ich tue. Und das ist ja einfach so passiert, dass ich Posaunist bin. Und ich bin der Meinung, dass Posaune ist ein unheimlich vielfältiges Instrument. Allerdings. Wo man viel mehr ausdrücken kann, als was die meisten glauben. Und ich möchte auch gerne zeigen, wie viel Spaß man haben kann mit dem Instrument. Also, und wie viel Spaß man zusammen haben kann. Weil das ist ja, wenn man in einer Big Band spielt zum Beispiel, dann ist man ja vier Posaunisten. Wenn man in einer Symphonieorchester ist, dann ist man drei. Aber wir können ja 50 sein, wenn wir Lust haben. Und mir ist es auch egal, ob die 8 Jahre alt sind oder ob die 70 Jahre alt sind. Man kann sich trotzdem treffen und zusammen Spaß haben. Mhm. Mit einem Ton kommt man weit. Mit zwei Tönen kommt man weiter. Die Hauptsache dann ist, dass man mit nur die zwei Töne sogar Musik machen kann. Mhm. Und da fangen wir an. Das heißt, du wirst mit den Schülern nicht jetzt eine schwierige Big Band Literatur einstudieren, sondern... In erster Reihe nicht, aber ich meine, wenn das für, gewünscht ist, dann machen wir das auch. Okay. Aber ich finde, Musik geht ja eigentlich nicht um schwierige Arrangements von irgendjemand, sondern Musik geht um Kommunikation. Mhm. Und da wird, würde ich sagen, nicht immer das Wichtigste sein, dass es schwierig ist, sondern dass es spielbar ist und dass man sich dann Zeit nehmen kann, Spaß dabei zu haben. Und dass die Musiker auch vor allen Dingen in der Musik landen. Genau. Ja. Und manchmal, glaube ich, vergisst man auch, dass das hier ist, das ist mit Spaß verbunden. Natürlich mit viel Arbeit auch, weil ohne Arbeit kommt man ja dann nicht weiter. Weil das ist ja ein Ding, Neuanfänger zu sein. Mhm. Aber wenn man dann, entweder ein guter Amateur werden will oder sogar ein Profi, dann steckt ja da tausende von Stunden dahinter. Aber das ist eine andere Geschichte, weil in erster Reihe ist mein Ansatz, Leute zu treffen und die versuchen zu inspirieren, um weiterzumachen und besser zu werden.
aber nie vergessen, warum die angefangen sind. Ich meine, die meisten Posaunisten fangen ja nicht an, weil Mama oder Papa das gesagt haben. Das stimmt. Da fängt man eher Klavier an oder Geige. Ja. Hm? Und wenn niemand was gesagt hat, dann spielt man Schlagzeug. Wie ich zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, das ist, also, das ist ein lustgetragenes Geschäft, ein Instrument zu spielen. Wenn man das vergisst, dann verliert man auch die Seele, die man braucht dafür. Und ja, das ist einfach das, was ich gerne vermitteln möchte, dass wir können was gemeinsam bewegen. Aber da muss man auch verstehen, dass wir als Kollektiv sind stärker als alleine. Das heißt, du wirst mit den Schülern nicht nur an schwierigen Notentexten arbeiten, sondern auch am Miteinander spielen. Genau. Wie hören wir aufeinander? Wie spielen wir zusammen? Was wollen wir? Genau. Was wollen wir Gemeinsames? Ja. So, ja. Also gemeinsam ist immer besser, finde ich. Da sind wir jetzt eigentlich schon ein kleines Stück zum letzten Thema gekommen, die Funk Unit, deine älteste Band. Ja. Wenn man die Funk Unit hört, hat man immer den Eindruck, habe ich immer den Eindruck, dass, ja, was du eben schon sagtest, Musik ist Kommunikation. Also Kommunikation in zwei Richtungen oder in zwei Einheiten, die Band untereinander, man kommuniziert, man verständigt sich, man macht was zusammen und mit dem Publikum. Also man stellt immer etwas Gemeinsames her. Ist das irgendwie die Basis für deine Art, Musik zu machen und für die Funk Unit? Ja, das ist die Basis für meine Musik überhaupt. Also, wie du gesagt hast, innerhalb der Band zu kommunizieren, ist ja sehr wichtig. Ja. Aber das hilft ja nicht, wenn wir nicht mit einem Publikum kommunizieren wollen können. Weil da entsteht ja eine Kommunikation zwischen uns. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn was zurückkommt, also wir geben was raus und was zurückkommt, dann haben wir eine Kommunikation. Und das möchten wir dann gerne im Laufe des Konzertes entwickeln. Oder auch, wenn wir unsere Platten machen. Das ist ja also für mich sehr wichtig. Also Kommunikation ist das Allerwichtigste überhaupt. Und mit dieser Band, ich habe ja, also die Mitglieder sind ja zum Großteil seit 10 Jahren dabei. Außer Magnum Coltrane Price, der seit 26 Jahren dabei ist, glaube ich. Oder 25 auf jeden Fall. Und das ist eine lange Geschichte. Und solange wir immer noch was präsentieren können, was wir selber dezent finden, dann tun wir das. Diese Kommunikation mit dem Publikum läuft bei euch auch sehr stark über Rhythmus. Also Kommunikation heißt, es ist jetzt auch nicht nur eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern Rhythmus ist ja das Körperlichste an der Musik überhaupt, was Physisches. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Basis für dich, oder? Sehr. Ja. Also mit Funk Unit, das ist ja im Grunde Tanzmusik die ganze Zeit. Also am liebsten also sehen wir das Publikum als eine bewegende Masse, die sich, die müssen ja nicht also wild rumtanzen die ganze Zeit, aber man kann sich zu der Musik bewegen. Und das ist unser Ansatz damit. Und da kann man trotzdem ein oder zwei wichtige Botschaften beibringen, wenn man Lust hat. Aber unsere Hauptbotschaft ist, Spaß zu haben und die Musik in die Beine gehen lassen. Ja. Du sagtest vorhin, du spielst auch Schlagzeug. Aber ich finde auch, dass die Posaune ein sehr körperliches Instrument ist. Oh ja. Weil eigentlich ist es ja nur ein Rohr. Ein Rohr mit einem Mundstück, also einem Trichter und am Ende noch ein Trichter. Und dazwischen sind 2/3 zylindrisch und 1/3 konisch. Und außer dem Rohr ist da nichts. Und was man in diesen Trichter hineingibt, ist das, was rauskommt.
Das heißt, nichts, was du nicht selber mit deiner Lippenspannung, deiner Luft, deiner Atmung, der Atemmuskulatur, also mit deinem Körper gemacht hast, kommt da raus. Nur das, was du reintust. Ne? Genau, das ist wirklich, das liegt alles an mich. Ja. Das liegt, also ich kann auch niemand Schuld geben, wenn es, wenn das es schlecht geht. Das ist das Problem, geht. Ja. Und deswegen muss ich mich ja immer in guten Form halten. Ja. Also ich muss jeden Tag üben. Darfst nicht rauchen? Ja, und ich habe ja während dieser Pandemie gemerkt, dass ich, also die Lungenkapazität geht ja runter. Auch wenn ich, also ich bin ja kein Sportler, aber ich laufe gerne zu Fuß eine Stunde oder also so zwischen 10 und 15 Kilometer pro Tag. Aber das fehlt was. Also diese physische Anstrengung, die man in einem Konzert hat, das ist ja seit längst weg. Und das, ich merke, wenn wir, ich habe ja vor ein paar Tagen ein Konzert gespielt und da merke ich, dass die Lungen, die sind ja nicht so, also so geübt, wie die, wie die früher waren. Das kommt ja zurück natürlich. Aber das ist wirklich ein körperlicher, also ein sehr physisches Instrument. Ja. Und das ist ja das, was so toll ist. Also man kann ja eigentlich alles rausbringen, wenn man will. Also man kann sehr lyrisch spielen, mit Vollkontrolle und alles, und dann kann man total Gas geben und einfach brüllen, ohne Hinsicht auf, wie das klingt. Das ist ein sehr wildes Instrument, aber auch ein sehr, sehr, sehr weiches, schönes. Ich finde, das ist wirklich ein geniales Instrument, und das ist ja schon 1355 erfunden bei einem deutschen Instrumentmacher, der so schlau war, dass er verstanden hat, wie baue ich ein Instrument, die chromatisch spielen kann. Das gab es ja früher nicht. Ja. Also, ja, auch dieser Zug ist ja enorm variabel. Ja. Du kannst ja Mikrointervall spielen und alles Mögliche, Also, und aber nur das, dass man chromatisch eine ganze Skala spielen kann. Ja. Das war früher nicht möglich. Genau. Ja. Also die Deutschen sind ja ziemlich schlau, muss man sagen. Okay, ja. In musikalischer Hinsicht. Oh ja, nicht nur da.